dass es nicht wieder 3 Jahre dauern wird. Aber ich gehe nicht davon aus. Okay, dann lesen wir mal weiter. Kannst du mir später Französisch Vokabeln abhören? Fragte Tibi. Wir saßen im Aufenthaltsraum. Es regnete. Und ich war nur halb bei der Sache. Denn gerade hatte ich Isi auf dem Flur gesehen. Heute Nachmittag, fragte ich. Sie nickte. Wenn du mich abhörst, kann ich mir die Vokabeln viel besser merken. Vor den Ferien ging es auch ohne mich, sagte ich, weil ich immer noch ein wenig eingeschnappt war. Keine Ahnung, woran es liegt. Mein Gedächtnis ist ein Sieb. Sie seufzte tief. Egal, was ich lerne, ich vergesse alles gleich wieder. Und dabei muss ich noch so viel Stoffen aufholen. Eileen meint, ich soll Nachhilfestunden nehmen, aber die hat leicht reden. Dafür haben wir kein Geld. Ich hörte es, obwohl sie es nicht aussprach. Tibi sah mich so flehentlich an, dass ich mich erweichen ließ und nach der Schule mit zu ihr ging. Ich genoss es, dass Bacardi mir zur Begrüßung um die Beine strich und amüsierte mich über Schnaps, der regungslos vor einem Busch hockte und auf irgendetwas lauerte. Tibi wollte erst einmal rote Beete ernten, weil Regen angesagt war. Ich ließ mich überreden und wir wuschen am Fluss die Erde von den Knollen und warfen die Blätter ins Wasser, wo sie langsam davontrieben wie kleine Boote. Mit den Vokabeln klappte es ganz und gar nicht. Tibi stand immer wieder auf und lief weg. Einmal um eine Kopfschmerztablette zu suchen, dann um etwas zu trinken zu holen. So geht das nicht, du musst dich konzentrieren, sagte ich. Aber es half nichts. Als wir nach Französisch die Mathehausaufgaben machen wollten, kramte sie vergeblich nach ihrem Lineal herum und auch der Zirkel war spurlos verschwunden. Ich versuchte, mich nicht über Tippis nerviges Gehabe zu ärgern und kraulte Wodka, der sich auf meinem Schoß bequem gemacht hatte und gemütlich schnurrte. Als Tippi sich endlich Mathe vornahm, mit einem Zirkel und meinem Lineal wohlgemerkt, bemühte ich mich, die Küche auf Vordermann zu bringen. Ich putzte die fettige Abzugshaube und wusch die Katzennäpfe aus. Dann schnitt ich auf dem Brotbrettisch dicke Scheiben Honigkuchen, bestrich sie mit Butter und erklärte Tibi nebenher die eine oder andere Aufgabe. Der Kanonenofen bullerte vor sich hin, denn inzwischen war es Ende Oktober und kalt. Ich wickelte 2 Äpfel in Alufolie und briet sie im Aschekasten. Sie schmeckten wunderbar, halb roh und halb nach Apfelmus mit Karamell. Danach hörte ich Tibi nochmal die Französisch-Vokabeln ab, von denen sie gut 3 Viertel wusste. Ich hatte das Gefühl, etwas Nützliches getan zu haben und genoss das, denn zu Hause brauchte mich keiner wirklich. Dort wartete nur eine endlose Reihe von Pflichten. Kaum war ich zurück, legte Sam auch schon los. Na, habt ihr ein schönes Hippie-Lagerfeuer gemacht? Er deutete auf meine Hose. Sie hatte einen großen Aschefleck. Ma und Pa waren auch nicht besser. Sei so gut und räum heute Abend endlich mal dein Zimmer auf, Anna. Jana hat
hat schon zweimal darum gebeten, sonst kann sie nicht putzen. Anna, du hast schon wieder deine Jeans in den Korb mit der Kochwäsche getan. Wann lernst du endlich, dass die Wäsche vorsortiert werden muss? Denkst du bitte an den Geschirrspüler? Sag mal, übst du überhaupt noch Geige? Viola ist mit deinen Fortschritten gar nicht zufrieden. Warum hast du eigentlich kein Licht am Rad? Nächste Woche wirst du 15, Anna. 15. In dem Alter sollte man wahrhaftig wissen, wie gefährlich es ist, ohne Licht zu fahren. Wo sind deine Reservelampen? Wie bitte? Weg. Morgen kaufst du neue, gleich nach der Schule. Vergiss es nicht. Ständig nörgelten sie an mir herum, weil ich nicht so funktionierte, wie ich sollte. Deshalb war ich so gern bei Tippi. Sie brauchte mich wenigstens. Und wenn ich ihr half, dann freiwillig und nicht, um irgendein Pflichtprogramm zu absolvieren. Eingeschnürt wie eine Mutter. Der Oktober ging in den November über und die Bäume warfen ihre letzten Blätter ab. Es schüttete ununterbrochen. Kurz vor meinem Geburtstag erkältete ich mich und bevor ich mich versah, lag ich mit Grippe im Bett, schwitzte wie verrückt und hatte Gliederschmerzen. Tagelang kämpfte ich mit dem Bettzeug, das an mir klebte wie eine zweite Haut. Als ich zwischendurch endlich einmal ruhiger schlief, träumte ich, dass ich als dick verpackte Mumie an einer jubelnden Menge vorbeigetragen wurde. Ich hörte Musik und Gesang, konnte mich aber kaum bewegen und bekam nur mit Mühe Luft. Dann war da plötzlich Easy, der eine glitzernde CD schwingte. Und gleich darauf wehten sommerleichte Klänge zu mir herüber. Jemand sammelte sie an einer dunkelblauen Schale und schuf daraus ein ganzes Universum. Von klein nach groß, vom Atom zur Milchstraße und es leuchtet Buchstaben auf, unzählige Buchstaben, mit denen man das gesamte Wissen der Welt festhalten konnte. Dann küsste Easy eine andere, während ich neben ihm stand. Eine Göttin mit schwarzer Steinhaut. Das Klingeln meines Handys riss mich aus dem Schlaf. Ich wollte nach dem Telefon greifen, konnte mich aber nicht rühren, denn ich war fest verschnürt. Ich stieß einen Schrei aus und versuchte zu begreifen, wo ich war. Nur langsam konnte ich den Traum abschütteln. Erst als das Handy erneut klingelte, wurde mir klar, dass ich zu Hause war, in meinem Zimmer. Und mich in dem klammen Bettzeug verheddert hatte. Mühsam befreite ich mich und tastete hektisch nach meinem Handy, als Sam die Tür aufmachte. Er guckte leicht verwundert, als er das Durcheinander auf meinem Bett sah. Morgen, Anna. Herzlichen Glückwunsch. Das Frühstück ist fertig. Kommst du? Glückwunsch, Frühstück. Ach so, mein Geburtstag. Sam half mir die Treppe hinunter, wo mich ein üppiger Frühstückstisch mit warmen Croissants, gekochten Eiern, frisch gepressten Orangensaft und sogar einem Teller armer Ritter mit braunem Zucker und
Zimt erwartete. Ma hatte ihr schönes Geschirr von Oma mit dem Goldrand aufgedeckt, das nicht in die Spülmaschine durfte. Ich wurde umarmt und geküsst und zum Geschenktisch geführt, auf dem lauter bunte Päckchen lagen. Aber erst wollen wir mit dir reden, sagte Ma. Nun, da du 15 bist, Anna. Später, sonst werden die Croissants kalt, sagte ich schnell. Ich hatte absolut keine Lust auf irgendwelche Predigten zum Thema »Nun, da du 15 bist«, auf neue Pflichten und Vertrauensfragen und was Pa und Ma sich sonst noch ausgedacht haben mochten. Ich wollte nur ein warmes Croissant und frische Bettwäsche. Alles andere war mir vollkommen egal. Doch Pa ließ sich nicht beirren. Er führte ein regelrechtes Kabarettstückchen auf, mit Rückblicken, wie ich als Kind mit 6, 8, 10 gewesen war. Und nun, ja, nun sei ich schon 15, wow, und bekäme Taschengelderhöhung, yes, und dürfte länger ausgehen, yippie. Allerdings unter der Voraussetzung, dass ich verantwortungsbewusst mit den neuen Freiheiten umginge. Pa und Ma haben eine ganz eigene Sprache für alles, was ihnen zu derb ist. Spießerblabla nenne ich das. Und das verantwortungsbewusst heißt im Klartext, komm bloß nicht sturzbesoffen nach Hause. Jedenfalls nicht so, dass wir es mitkriegen. Ich bekam mehrere CDs, einen großzügigen Büchergutschein und neue Saiten für meine Geige, sodass sich bei mir gleich wieder das schlechte Gewissen regte. Und als Krönung ein super tolles neues iPhone mit Internet und einem 2-Jahres-Vertrag. Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich verspeiste ein halbes Croissant und trank ein Glas Orangensaft. Danach war ich fix und fertig. Pa bezog mein Bett neu und dann dämmerte ich den ganzen Vormittag vor mich hin, ohne zu schwitzen und zu träumen. Ab und zu wurde ich wach, weil mein Handy vibrierte. Hi Süße, Happy Birthday, Eileen. Hegel zum Geburtstag, drück dich, Jeske. Ja, das ist für die Abkürzung für herzlichen Glückwunsch. Hegel. Geburtstagskind, Love and Kisses, Liane. Hey Baby, Birthday in Bed, genieß ihn trotzdem und werd bald gesund, bei Tarik. Hey Anna, heute ist dein Tag, lass dich verwöhnen, miss you, Tippi. Ich freute mich vor allem über Tippis SMS. Vielleicht wollte sie mein altes Handy haben. Ihres war quasi noch aus der Steinzeit und so unhandlich wie ein Kühlschrank. Einige Tage später konnte ich wieder zur Schule. Viel verpasst hatte ich nicht, denn der fiese Fred, Bonamour und Wilkes lieferten sich nun einen neuen Wettkampf. Möglichst wenig neuer Stoff pro Stunde. Sie wiederholten alles endlos wie eine Schallplatte mit einem Sprung. Vielleicht hatte JP ihnen ja das Gehalt gekürzt. Ich bereute bitter, dass ich nicht noch ein paar Tage zu Hause geblieben bin.
mal das nächste Kapitel durchblätterte, dann schlug ich Bars Hieroglyphenbuch auf, das ich heimlich eingesteckt hatte. Ich hatte mir vorgenommen, mir die Zeichen selbst beizubringen. Leider war es gar nicht so einfach, wie ich das gehofft hatte. Anna, wiederholst du bitte, was ich eben gesagt habe? Sagte der fiese Fred plötzlich. Hat er Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis oder was, dachte ich. Obwohl ich das mit Sicherheit nicht laut gesagt hatte, kicherten die anderen verhalten. Tippi unterdrückte sogar einen Lachanfall. Und wiederhol bitte auch gleich mit, was du gerade vor dich hingemurmelt hast. Warum ließ der Mann mich nicht in Ruhe? Gut, vor mir lagen Blätter voller Hieroglyphen, aber schließlich hatte ich seinen Unterricht nicht gestört. Ich schob die Blätter halbherzig unter das Lateinbuch. Hoffentlich war er nun zufrieden. Fehlanzeige. Fred räusperte sich ungeduldig. Was ist, Anna? Ja, was hatte er gleich wieder gewollt? Ach ja, ich sollte wiederholen, was er gesagt hatte. Sie sagten, die gemischte Deklination im Lateinischen sei dadurch entstanden, dass ich Wörter der I-Deklination der konsonantischen Deklination angenähert habe, leierte ich herunter. Und ich habe irgendwas über das Kurzzeitgedächtnis gesagt, aber ich weiß nicht mehr genau was. Wieder gekichert. So, damit hatte Fred garantiert nicht gerechnet. Er glaubte bestimmt, ich würde nicht aufpassen. Aber für seine grammatischen Endlosschleifen brauchte es nur ein winziges bisschen Aufmerksamkeit. Ansonsten konnte man sich sehr gut anderweitig beschäftigen. Multitasking nennt man das. Darf ich dich bitten, deinen Privatkram vom Tisch verschwinden zu lassen? Und du hast jetzt Latein und konzentrierst dich gefälligst darauf, sagte er bissig. Non scholae sed vitae discimo. Ich kann leider kein Latein. Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Er spuckte beim Sprechen. Wutphase 1 also. Und wahrlich kein schöner Anblick. Auf sowas sollten Sie eigentlich achten, wenn Sie Lehrer einstellen. Ich schob meine Notizen ganz unter das Buch. Ist gut, Herr De Witt. Dann machen Sie doch bitte jetzt mit Latein weiter. Was hatten die anderen denn nun wieder zu kichern? Fred schoss böse Blicke auf mich ab. Genau das habe ich vor. Und zwar sobald du den Kram in deine Tasche gesteckt hast. Also, ich warte. Die Spucketröpfchen erreichten jetzt die erste Reihe und seine Stimme klang wie Essigsäure. Essigsäure hat einen pH-Wert von 1 und das ist nicht mehr als sauer. Das wusste ich aus Chemie. Nee, das ist mehr als sauer. Das wusste ich aus Chemie. Ich passte im Unterricht nämlich sehr wohl auf. Auch wenn JP das Gegenteil behauptete. Mit seinem, wenn du dich von nun an nicht am Riemen reißt, dann wird das Konsequenzen haben. Konsequenzen wären übrigens gar nicht verkehrt. Vielleicht wäre Freds Unterricht dann nicht mehr so stinklangweilig. Schon wie er da stand und mit den Fingern auf den Tisch trommelte, nervte mich. Schlecht für den Blutdruck, ganz schlecht. Der Mann sollte sich ein Hobby zulegen. Klavierspielen vielleicht oder Schlagzeug. Genau am Schlagzeug könnte er sich super abreagieren. Ein Haustier wäre auch gut. Am besten ein Hund. Wenn er schon unbedingt jemanden braucht, der ihm aufs Wort gehorcht. Hunden macht es nichts aus, wenn sie rumkommandiert
Samen nahm ich sie und sortierte sie in der richtigen Reihenfolge. Ordnung ist schließlich das halbe Leben. Mach endlich, sonst bist du geliefert, zischelte Zibi. Nervös, willst du etwa zu JP? Los, weg mit den Blättern. Fred lief rot an, sein linker Nasenflügel begann zu zittern. Das war sonst nicht im Programm, interessant. Er kam ein paar Schritte auf mich zu. Ich schob den Papierstapel in Zeitlupentempo in eine Klarsichtmappe. Es geht doch nichts über eine gute Ablage, dachte ich. Wieder Gekicher. Dabei hatte ich nichts gesagt. Kein Wort. Fred stand jetzt direkt vor mir, im Gesicht so rot wie mein teuerster Nagellack. Phase 3. Ich fummelte noch ein wenig mit der Mappe herum, nicht mit böser Absicht, sondern rein experimentell, um Phase 3 möglichst weit in die Länge zu ziehen und dann im letzten Moment unmittelbar vor Phase 4 die Blätter einzustecken. Raus, geh mir aus den Augen, du meldest dich sofort beim Rektor. Hui, fiat voluntas tua. Dein Wille geschehe, dachte ich. Keine Ahnung, warum sie schon wieder lachten. Um das Gesicht zu wahren, packte ich in aller Ruhe meine Sachen und verließ dann erhobenen Hauptes das Klassenzimmer. Aber als ich durch den schwarz-weiß gefliesten Flur auf JPs Büro zuging, war es plötzlich aus mit meiner Gelassenheit. Ich bekam üble Bauchschmerzen. Was, wenn ich diesmal wirklich zu weit gegangen war? Dr. J.P. Van Dijk. Rektor stand auf dem Kupferschild. Ich klopfte. Mein Herz klopfte wie verrückt mit. Nichts. Ich wartete kurz und versuchte es dann noch einmal. Wieder nichts. Mein Bauch krampfte sich zusammen, aber ich bemühte mich, einen kühlen Kopf zu bewahren. Vielleicht war JP heute etwas schwerhörig. Oder er telefonierte gerade. Oder er machte heimlich ein paar Yoga-Übungen. Vielleicht war er auch gar nicht da. Das wäre mir am allerliebsten. Ich wartete weiter. Ein paar Schüler aus der 5. Klasse kamen vorbei, grinsten und machten hämische Bemerkungen. Und dann tauchte auch noch Wilkes auf und musterte mich mit gerunzelter Stirn. Ich kam mir total blöd vor, traute mich aber nicht einfach zu gehen. Nach etwa 10 Minuten sah ich plötzlich Easy am Ende des Flurs. Mein Herz legte den Turbo ein, als wollte es ihm entgegenfliegen. Dieser Gang, diese Figur und das Haar, obwohl es so weich war, ob es wohl so weich war, wie es aussah. Am liebsten hätte ich mich ins nächste Mauseloch verkrochen, wenn Easy mich hier wie ein Trottel vor der Tür des Rektors herumstehen sah, konnte ich das mit ihm vergessen. Warum rief JP mich nicht endlich herein? Hi, sagte Easy. Wartest du auf jemanden? Hilfe, was sollte ich jetzt sagen? Irgendwas Cleveres, Intelligentes. Bloß nichts, was wie ein heiseres Krächzen klang. Ich lief rot an und merkte, wie ich nervös von einem Bein auf das andere trat. Auf einmal wusste ich genau, wie es Eileen damals im Fahrradladen ergangen war. Hi, sagte ich dümmlich, ich bin Anna. Oh Mann, das wusste er doch längst. Er grinste, aber irgendwie nett und sah mich an. Ein
Schmelzen aus meergrünen Augen? Oder waren sie meerblau? Weiß nicht, sagte er, und ich bin Easy. Aber das dürfte dir inzwischen bekannt sein. Wir sind Freunde bei Facebook, schon vergessen. Stimmt, ich bin Freundin Nummer 343, murmelte ich. Mein Mund war wie ausgetrocknet. Wie, hast du nachgezählt? Er lachte leicht verlegen und fuhr sich durchs Haar. Jetzt, dachte ich, jetzt passiert es. Was genau wusste ich nicht, aber die Spannung hing zwischen uns wie ein Vorhang, der jeden Moment Feuer fangen konnte. Gleich würde er mir seine Liebe gestehen und dabei lächeln, charmant und unwiderstehlich. Ich sah den Spannungsvorhang zwischen uns in tausend Feuerfunken auflodern und glaubte den Duft von Geißblattblüten zu riechen. Gleich würde Easy mich in die Arme nehmen und küssen und danach würden wir uns auf sein weißes Pferd schwingen und zusammen davon galoppieren an Wäldern, Bergen, Seen vorbei bis zum Regenbogen und dann, er räusperte sich, weißt du zufällig, wo man sich so einen Wisch wegen zu spät kommens holen kann? Der Regenbogen schrumpelte in sich zusammen. Mein Mund bemühte sich, ein hinreißendes Lächeln zustande zu bringen. Beim Putzteufel, sagte ich. Bist du denn zu spät gekommen? Er nickte. Und wie? Ich hätte jetzt eigentlich Französisch. Putzteufel ist der Hausmeister, stimmt's? Ich nickte. Lustiger Name. Eigentlich heißt er Herr Teufel, aber wir nennen ihn so, weil er den Hofdienst am Freitag beaufsichtigt. Die Standardstrafe für zu spät komme. Ich starrte auf meine Füße, die einen regelrechten Tanz vollführten, ganz von allein, ohne mein Zutun. Und auch für die, die zum Direx müssen. Kann sein, ich zögerte. Aber vielleicht fliege ich auch gleich von der Schule. Ach was, sagte er. Wir sehen uns also am Freitag. Bis dann. Er zwinkerte mir zu und ging weiter. Obwohl er zu spät gekommen war, schien er es überhaupt nicht eilig zu haben. Er blieb sogar noch mal stehen und sah sich zu mir um. Und vielleicht mal im Sisters. Bis Freitags. Hofdienst, Treffen im Sisters. Yes, ich machte innerlich einen Freudensprung. Völlig entrückt schmachtete ich ihm hinterher. Deshalb bemerkte ich Wilkes erst, als er mich ansprach. Na, Anna, willst du zu Herrn van Dijk? Da kannst du lange warten, der ist nämlich in einer Besprechung. Am besten legst du ihm einen Zettel ins Fach. Oh, vielen Dank. Zettel ins Fach. Ich bin noch nicht blöd. Den Rest des Tages war ich ziemlich weggetreten. Ich fühlte mich ganz so wie am ersten Nachmittag bei Tippi und ihren Katzen in der Wohnküche. Dieser Tag konnte einfach nicht mehr besser werden. Nach Schulschluss fand ich Tippi weinend zwischen den Fahrrädern. Tipps, was hast du? Das hab ich. Sie hielt mir zwei zerknitterte Blätter hin. Eine 5 in Latein und eine 4 minus in Englisch. Garniert mit ein paar bissigen Bemerkungen von Wilkes. Wie kommt das denn? Hast du nicht gelernt? Du hast doch jetzt deine Bücher, sagte ich. Ich wusste plötzlich nichts mehr, sagte sie. Totales Blackout. Ich hasse die Schule. Die blöden Lehrer können mich mal. Ich mach Schluss. Mit der Schule, mit allem. Sie putzte sich die Nase, schmiss das zerknüllte Taschentuch auf den Boden und stampfte es platt. Kein Grund zum Verzweifeln, sagte ich. Einen schlechten Tag
ackert doch jeder mal. Du bist ein wenig hinterher mit dem Stoff. Das wird schon wieder. Ich kann es einfach nicht, schluchzte sie. Bei jeder Klassenarbeit ist mein Hirn wie leer gefegt. Du kannst es sehr wohl. Sonst wärst du nicht hier auf dem Gymnasium. Vor den Sommerferien war doch noch alles in Ordnung. Ich bemühte mich, meinen rosaroten Ich-bin-verliebt-Zustand abzuschütteln und Tippi so gut es ging zu trösten. Sie wischte sich die Nase mit dem Ärmel ab. Würdest du mir bei den nächsten Arbeiten helfen? Fragte sie. Nur ein, zwei Antworten, wenn ich nicht weiterkomme, ja. Ich legte den Arm um sie. Klar helfe ich dir, aber du schaffst es auch allein. Tippi schniefte. Du bist echt eine super tolle Freundin, sagte sie. Und der einzige Mensch, auf den man sich verlassen kann. Auf dem Nachhauseweg hatte ich plötzlich ein ungutes Gefühl. Was hat Tippi mit ein, zwei Antworten gemeint? Hatte ich ihr etwa versprochen, sie ab jetzt bei jeder Klassenarbeit abschreiben zu lassen? Wegen Tippis kleiner Krise hatte ich die Sache mit Fred völlig vergessen. Bis zum Abend, als es an meiner Zimmertür klopfte. Anna, vorhin kam ein Anruf von deiner Schule. Wir müssen reden. Oh nein, nicht schon wieder, dachte ich. Ich war gerade so schön darin vertieft, meinen College-Blog mit ineinander verschlungenen Schnörkelbuchstaben vollzumalen. E und A. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Ja, es musste. Pa und Ma setzten sich nebeneinander auf mein Bett und guckten so ernst, als hätte ich jemanden umgebracht. Herr Van Dijk hat angerufen, sagte Pa. Auch das noch, dachte ich. Nur weil dieser blöde Fred mich zum T-Rex geschickt hat und ich keinen Zettel in sein Fach gelegt hatte. Lächerlich. Ich unterschrieb doch nicht mein eigenes Todesurteil. Pa war verstimmt, was im Klartext stinkwütend heißt. Und Ma enttäuscht. Klartext, was fällt dir eigentlich ein? Du bist wohl nicht mehr bei Trost. An der Schule erwäge man drastische Maßnahmen zu ergreifen, meinte Pa, wenn ich mich nicht beherrschen konnte. Heißt, noch ein einziges Mal und du kannst dir einen Job suchen. Sie wollten überhaupt nicht hören, was tatsächlich vorgefallen war. Ich solle das in der Schule klären, hieß es. Wie, das sagten sie nicht. Dafür gab es in ihrer Sprache nämlich keine Worte. Ich hatte schon welche. Die Schule ist eine ganz miese Diktatur. Und bei uns zu Hause ist es leider nicht viel besser. Das dachte ich, aber irgendwie kriegten sie es wohl mit. Denn sie starrten mich wütend an und standen dann abrupt auf. Später kam Sam, angeblich um mich zu trösten, in Wirklichkeit aber, weil er rasend neugierig war. Morgen muss ich zu JP, erzählte ich bedrückt. Weißt du, was er zu Pa gesagt hat? Dass er drastische Maßnahmen erwägt, weil ich endgültig zu weit gegangen sei. Halt einfach öfter mal den Mund, Schwesterherz, auch wenn du 100-mal recht hast. Mit Fred ist nicht zu spaßen. Und was bringt es dir, wenn du immer alles sagst, was du denkst? Als ob ich nicht mit aller Macht versuchen würde, den Mund zu halten. Wird schon nicht allzu schlimm werden, sagte Sam. JP ist eigentlich in Ordnung. Hoffentlich, Sam hatte leicht reden. Er kam mit allen Lehrern gut aus. Keine Ahnung, wie er das machte.
Vielleicht indem er gar nichts sagte und alles hinunterschluckte. Nichts sagen, nichts hören, nichts sehen. Wie die drei Affen. Sam war völlig anders gestrickt als ich. Weil ich so nervös war, schickte ich Tippi und Eileen eine SMS. Hi, morgen Riesensitzung bei JP. Hab Riesenbammel. Eileen simste gleich zurück. Shit, wird bestimmt nicht so schlimm. Drück dir die Daumen. Und Tippi meldete sich ebenfalls. Die Idioten können dich mal. Du bist und bleibst ein Schatz. Ihre Unterstützung tat gut. Dann war ich wieder allein mit meinen Gedanken. Sie gaukelten mir ein Schreckensszenario nach dem anderen vor und ich fühlte mich wie eine Mumie, einbandagiert und total hilflos. Wenn sie mich nun rauswarfen, was sollte dann aus mir werden?